Tierpsychologin Yvonne Adler beantwortete Fragen zum Thema: Was muss bei der Anschaffung eines Hundes beachtet werden? Und wie meistern Hunde das Leben in der Stadt? Außerdem durften wir bei einem Welpentraining dabei sein. Hundeerziehung. Sie hat das Ziel, dem Hund ein möglichst konfliktarmes Leben in menschlicher Gesellschaft zu ermöglichen. Der Besitzer sollte klare Vorstellungen darüber haben, was sein Hund können soll. Und wer sich einen Hund anschaffen möchte, sollte sich vorab überlegen, dass der Vierbeiner viel Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Von Beginn an mal sich überlegen, welche Hunderasse oder welcher Mischling, also was passt in mein Leben einfach auch hinein, soll das ein sehr großer Hund oder klein sein. Und diese Vorinformation ist eigentlich der beste Weg, um dann auch zu wissen, was kommt auf einen zu. Und dann natürlich von Anbeginn an schauen, dass man direkt so die Erziehung macht, wie es im späteren Leben auch sein wird. Also so süß der Welpe auch ist, wenn ich später keinen Hund auf der Couch möchte, sollte ich den Welpen auch nicht auf die Couch lassen. Hunde lernen am schnellsten und sichersten durch positive Verstärkung, also Belohnung durch Leckerbissen, Loben, Spielen oder Streicheln. Wir haben einen ganz kleinen noch, einen Mini-Yorkshire und die Ambrosia, weil wir Haus, Garten haben. Und und soll auch ein bisschen ein Wachhund sein. Zumindest soll er melden, wenn wer Fremder kommt. Das tut er auch schon ganz brav. Und natürlich, die Kinder haben natürlich auch einen Spaß damit. Die Hundeerziehung obliegt natürlich den Erwachsenen. Und für Kinder ist das ganz toll, wenn die mit Tieren aufwachsen. Aber die Regeln gibt trotzdem immer der Erwachsene vor, weil das auch eine wichtige Gefahrenprävention ist. Wenn man sich kleine Kinder ansieht mit der dünnen Haut, es kann schon ein kleiner Hund wie ein Yorkshire Terrier sehr stark das Kind verletzen. Und es geht um die Regeln des Erwachsenen-Zusammenlebens, die der Erwachsene vorgibt. Und für ein Kind sollte man sich keinen Hund anschaffen. Aber gerne für die Familie, wenn alle miteinander gerne mit dem Hund was unternehmen wollen, dann kann das eine Bereicherung für die ganze Familie sein. Gelobt wird mit hoher, freundlicher Stimme, Spielen oder Leckerli. Auch Bestrafung erfolgt mit der Stimme, in einem Tonfall, an dem der Hund Unmut erkennt. Anschreien ist dabei falsch. Aber ein energisches, scharfes Ansprechen und beispielsweise die Worte Pfui, Aus oder Nein, das versteht der Hund nach und nach. Wenn wir jetzt Training machen nach auch neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist das alles positiv motiviert. Das heißt, wir bilden den Hund über positive Bestärkung aus. Alles, was er gerne möchte, in Form von Leckerchen, Zuwendung, ein Spiel, ein Beutespiel mit einem Ball, arbeitet uns ja zu. Das heißt, wenn der Hund das gewünschte Verhalten zeigt, können wir das belohnen. Und diese Hunde haben natürlich eine ganz andere Grundemotion. Und wenn sie das Sitz zum Beispiel so lernen, sind sie ganz freudig und machen das Sitz mit Freude, was mir einfach einen Hund bringt, den ich auch zum Beispiel in 5 Meter Entfernung absetzen kann, weil er das mit Freude ausführt. Früher ist ganz sehr viel mit Druck und auch wirklich Zwang gearbeitet worden, also auch in Form von Leinenruck und wirklich unschöne Sachen, die vom Tierschutzgesetz sowieso mittlerweile verboten sind, schon langjährig verboten sind. Und das erzeugt mir einen Hund, der eigentlich eine tickende Zeitbombe ist, weil ich in den Hund Frust, Stress reinbekomme und natürlich eine negative Emotion. Und wenn der Hund lernt, dass ein Verhalten mit Gewalt im Prinzip unterbunden wird, hat er ganz ein anderes Erregungslevel und arbeitet dann ganz anders als einer, der von Anfang an lernt, alles, was ich zuarbeite, zahlt sich für mich aus. Der Hund versteht die menschliche Sprache nicht als Sprache, sondern als Tonfolge. Er lernt, die verschiedenen Tonfolgen mit einem entsprechenden Verhalten zu verknüpfen. Hunde brauchen viele Wiederholungen, um das Gelernte zu festigen. Das Wichtigste ist immer der Hund und der Halter. In welche Richtung wollen die? Und wir sind ja eigentlich nur unterstützend nebenbei und zeigen ihm, so kann der Weg gehen. Gehen muss man trotzdem alleine. Wir trainieren die Basis, das heißt einerseits, dass die Welpen lernen, neben anderen Welpen trotzdem noch zu folgen. Also ein wichtiger Faktor ist einfach, dass der Welpe von Anbeginn an lernen kann, ganz entspannt an anderen Hunden vorbeizugehen, dass man bei einer Begrüßung bei Personen unten bleibt, statt hochzuspringen. Dann machen wir so Übungen, Gerätetraining zum Selbstbewusstseinsaufbau. Und dann ist natürlich alle Sachen ganz wichtig, was die Beziehung zum Halter stärkt. Also so Bindungsübungen, der Abruf zum Beispiel. Jeder Hund, der gut abrufbar ist, hat einfach mehr Freiheiten.
also einer, der schlechter abrufbar ist. Und man wird das dann eh sehen. Es ist ganz individuell Hunderasse, Hundetyp zu Hundemensch, weil nicht nur die Hunde verschiedene Persönlichkeiten haben, sondern auch die Menschen, die dazugehören. Die Dauer der einzelnen Trainingsabschnitte variiert von Hund zu Hund und ist abhängig von Alter und Wesen. Um eine Überforderung zu vermeiden, sollte die Ausbildung mit mehreren kurzen Einheiten begonnen und danach gesteigert werden. Ebenfalls zu beachten gilt, dass der Hund motiviert bleibt, also Freude am Lernen behält. So haben Hund und Halter viel Freude.